Herzlich willkommen im Bahnhof von Kufstein zu unserer Fahrt heute mit dem Railjet 160 auf dem ersten Abschnitt von Kufstein nach Innsbruck hier auf der Brennerbahn mit einem wunderschönen Blick auf den Bahnhof von Kufstein. Links sehen wir die Baureihe 4024 und daneben den Alpenstaubsauger mit dem alten ÖBB Flatsch-Logo noch. Ja, und wir sind heute aber mit dem ÖBB Railjet unterwegs, dem Taurus 2 der Baureihe 1116-251-0 in der K1 Austria-Lackierung. Und auch hier das neue ÖBB-Logo und dazu natürlich offizieller Mobilitätspartner. Ja, Taurus 2, wie gesagt, Dienstgewicht 88 Tonnen und wir steigen sofort ein hier in Kufstein und rüsten unseren Zug auf, denn die Fahrgäste möchten zusteigen. Wir schalten als allererstes mal unsere Batterie ein. Wir sehen, wie der Batteriespannungs- und Erdschlussmesser nach oben schnallt. Dazu nochmal ganz kurz den Batteriesteuerschalter. Der Stromabnehmer wird auf den zweiten vorgewählt. Die Bremsart P für Personenzug, die Türsteuerung auf ÖBB und wir öffnen auch gleich die Türen. Die Federspeicherbremse wird gelöst und die Fahrzeugspitzenbeleuchtung auf 3 weiße Lichter nach vorne. Soweit haben wir das dann hier. Dann aktivieren wir einmal unseren Führerstand, verlegen den Richtungswender in die mittlere Position. Wir können schon mal die kleine Pultbeleuchtung dann einschalten und unsere Instrumentenbeleuchtung. So, die Türen schließen schon. Wir müssen erstmal unseren Stromabnehmer noch heben. Wir schließen den Türschließvorgang ab, indem wir die Türen verriegeln. Das T hört auf zu blinken, das Klick-Klick-Geräusch erlischt. So, die Raute hier ist jetzt blau hinterlegt. Wir dürfen den Hauptschalter einlegen. Die AFB wird noch hinzugeschalten. Die Zugsammelschiene wird noch eingeschalten, dass die Wagen hinten mit Strom versorgt werden. Der Richtungswender wird in die Vorwärtsposition verlegt. Wir sind im Stromsystem der ÖBB unterwegs, 15 kV Wechselstrom und Abfahrt. Und da sind sie wieder erklungen, unsere Tonleiter. Das Ganze hat natürlich auch eine technische Bewandtheit. Das Ganze habe ich ja schon mal erklärt. Wie wir sehen, das Wetter hat sich auch verbessert. Der Nebel hat sich verzogen. Wir haben jetzt den Railjet 160 übernommen. Der Kollege hat ihn bis Kufstein gefahren. Wir fahren ihn jetzt weiter. Und dann natürlich auch über die Arlbergbahn, über den Arlbergbahntunnel und über das Dreiländereck. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich das Wetter jetzt hier dann um die Mittagszeit beziehungsweise dann auch über den Arlberg präsentieren wird. So, wir dürfen die Geschwindigkeit auf 80 erhöhen und dann auf 110 km/h. Wir fahren natürlich nach Originalfahrplan und werden heute natürlich nicht über den Brenner fahren, sondern über Brixleck geht es heute. Ich glaube auch nicht, dass es über die Schnellfahrstrecke gehen wird, wenn wir über Brixleck fahren.
und wir dürfen die Geschwindigkeit mit Zugschluss auf 150 erhöhen. Wir begrüßen alle Fahrgäste, die im Kuhstein zugestiegen sind, im Railjet 160 nach Zürich Hauptbahnhof. Über Wörgl, Innsbruck, Hauptbahnhof, Ötztal, Landigzaum, St. Anton, Neuberg, Bludenz, Feldkirch und Sarnanz. Bei Fragen oder Wünschen steht Ihnen mein Team und ich gerne zur Verfügung. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Unser nächster Plan ist hier halt, wird Wörgl sein. Jawohl, und Wörgl erreichen wir auch schon gleich. Wir sind heute in der oberen Zugart unterwegs, in der PCB 90. Und da wir natürlich in Österreich unterwegs sind, werden wir uns auch aus jeglicher Beeinflussung in der PCB 90 in Österreich nicht befreien. Langkampfen. Und unser Fahrtweg ist frei. Einfahrsignal von Kirchbichl. Und hier in Kirchbichl muss auch ein größeres Unternehmen ansässig sein, wenn man hier mal nach links blickt. Aber ich kenne mich hier in der Region um Kirchbichl auch nicht groß aus. Sogar mit Gleisanschluss. Ja, sieht nach Lagerhalle oder Silo aus, so ähnlich. Die SIFA möchte auch nochmal quittiert werden. Wir sind heute übrigens mit der ganz normalen Railjet-Funktion unterwegs. Also der Railjet-Betrieb ist eine Sonderfunktion, die man auch nur bei den Railjet-Lokomotiven, glaube ich, einstellen kann. Und wir gehen mal wieder in die Grundstellung zurück. Wir nehmen die Leistung raus, ziehen die Bremse etwas an, denn die Geschwindigkeit muss auf 120 reduziert werden. Ja, der liebe Geschwindigkeitsprüfabschnitt, wie ich sie hasse. Sehr geehrte Fahrgäste, wir müssen erreichen unseren nächsten Plan, wir sind halt Wörgl Hauptbahnhof. In Wörgl befindet sich der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Sie haben folgende Anschlüsse, Anschluss besteht unter anderem zur S6 nach Hochfilzen, über Wörgl Süd, Bruckhäusl, Oberndorf in Tirol, St. Johann in Tirol, Rierswirt und Vierbrunn. Planmäßige Abfahrt 12.20 Uhr von Gleis 2. Für weitere Anschlüsse achten Sie bitte auf die örtlichen Lautsprecheransagen sowie an die schriftlichen Aushänge an den jeweiligen Bahnsteigen. Wir verabschieden uns nun von den Fahrgästen
die in Wörgl aus umsteigen, bedanken uns bei Ihnen für die Reise mit der ÖBB, wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag sowie eine angenehme Weiterreise. Nächster Halt Wörgl, der Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Ja, wie ich sie hasse. Tja, ich habe es mir gerade noch gedacht, ich bin zu schnell, viel zu schnell. Du darfst nämlich da nicht schneller wie zwischen 5 und 10 km/h über der reduzierten Geschwindigkeit sein. Und jetzt sind wir natürlich restriktiv. Und der Kollege mit dem Intercity oder Eurocity und der Baureihe 1044 ist uns gerade entgegengekommen. So, Wörgl Hauptbahnhof. Den wir jetzt natürlich gleich mal schön mit Verspätung erreichen. Wir lassen jetzt hier die Fahrgäste gleich aussteigen und beziehungsweise zusteigen. Wunderbar. Das Signal hier vorne zeigt uns Langsamfahrt an. Ich vermute mal, dass uns der Fahrdienstleiter über die Verladestation der Rola leitet. Beziehungsweise nebendran vorbei, weil sonst wären hier eigentlich nicht 40 km/h vorangekündigt. So, die Türen sind geschlossen und wir fahren sofort ab. Und sind natürlich auch jetzt wieder restriktiv. Ich stelle schon mal die AFB auch auf 40 ein, einfach aus dem Grund, denn sobald die Restriktivüberwachung abläuft, beschleunigt der Zug natürlich hoch auf die eingestellte AFB-Geschwindigkeit, natürlich wenn die Leistung aufgeschalten ist. Da wir hier aber nur 40 fahren dürfen, die uns hier angekündigt werden, können wir auch die AFB gleich auf diesen Wert einstellen. Zwischensignal und wir müssen einmal die Wachsamkeitstaste betätigen und haben nach Betätigung der Wachsamkeitstaste 23 Sekunden Zeit, die Geschwindigkeit auf unter die Prüfgeschwindigkeit 85 km/h zu reduzieren, minus 5 km/h Toleranz, also 80 Stundenkilometer. Das Ganze natürlich in der oberen Zugart. Sind wir in der mittleren unterwegs, reduzieren wir die Geschwindigkeit auf 70, minus 5, 65. Beziehungsweise halt, ja, bei den Altbauloks, ne, inzwischen haben wir natürlich auch die 75. Und dann eben 55 in der unteren Zugart. Minus 5, also 50 km/h. So, ja, hier stimmt die Geschwindigkeit nicht, hier müssen wir uns auf die Signale verlassen. Und die haben uns eben 40 km/h angekündigt, beziehungsweise das Vorsignal. Ja, und es ist wirklich so. Der Fahrdienstleiter schickt uns aufs Nebengleis.
Und auch hier weiter. Langsamfahrt wurde uns angekündigt. Ja, am Zwischensignal. Und hier rechts sehen wir die Verladestation. Genau, hier warten auch schon die nächsten LKWs. Und da geht es dann eben dann auf den Zug und Richtung Brenner. Normalerweise fährt natürlich hier der ÖBB-Railjet nicht durch. Wahrscheinlich eben dann nur in Ausnahmefällen. So, und für uns geht es jetzt wieder rüber aufs Regelgleis. Und wir sehen hier schön, was ich auch schön finde, die Anfahrtskraft in Kilonewton hier einmal unten im MFD in digitaler Form, also mit Zahlen. Und hier dann noch einmal im Rundinstrument als Balken-Version. Dort sehen wir dann auch nochmal die Anzahl der Kilonewton. So, hier vorne 14, Kennziffer 14. Heißt also, mit Zugschluss geht's hoch auf 140 km/h. Rechts GSMA-Zugfunkmast mit Wartehäuschen. Jetzt geben wir mal Leistung hier. Dass wir mal ein bisschen vom Fleck kommen. Ja, wie gesagt, die Fahrt führt uns heute über Brixlek, also laut Fahrplan vermute ich, dass es nicht über die Schnellfahrstrecke gehen wird. Wir werden das Ganze gleich sehen, denn die Schnellfahrstrecke zweigt auch gleich ab. So, die Baureihe 4024 in Doppeltraktion. Der Kollege hat hier am Haltepunkt anscheinend Fahrgäste aufgenommen.
Den Kundl. So, die nächste Langsamfahrt wird uns angekündigt. Schauen wir mal, ob wir den Wachsamkeitstaster betätigen müssen. Nein, 120. Denn die 120er wird auch mit einer mit einem Geschwindigkeitsprüfabschnitt verbunden sein, schätze ich mal. Ja, ja, da liegt schon einer. Der ist aber für die Gegenrichtung. Magnete liegen immer in Fahrtrichtung rechts. Und ab hier sind dann wieder die 160 zu fahren. Beziehungsweise vorhin hatten wir 150, genau. Aber auch eine sehr, sehr schöne Gegend hier in Österreich. Hier zwischen Wörgl und Innsbruck, natürlich im Brenner hoch. Eine fantastische Strecke. Und bei diesen Strecken brauchst du natürlich eine Lokomotive mit Power. Bei den ganzen Pässen, die hier hochgefahren werden. Ja, und hier geht es eben jetzt schon zur Schnellfahrstrecke runter. Also fahren wir über die normale Strecke heute. Und wir dürfen die Geschwindigkeit auf 150 reduzieren. Ja, ich finde es schon faszinierend, gerade auch so in Österreich, ne, was da an Höhenmetern überwunden werden müssen und im Brenner hinauf, im Arlberg hinauf und, ja, also da brauchst du natürlich schon starke Lokomotiven. So, Vormax 150, Brixleck. Und mit Zugschluss geht's hoch auf 160. Oh, die Fahrstraße ist für uns auch gerade eingelaufen. Perfekt. Ja, und wir können hier mal einen kleinen Blick in unseren ÖBB-Real-Chat werfen. Wir haben ja die Economy und die First Class.
Also First Klasse. Und aber sieht wirklich richtig schön aus. Da kriegt man schon mal Lust wieder mitzufahren. So, wir müssen die Geschwindigkeit gleich reduzieren. Auf 130 Stundenkilometer. Hier wurde uns das Ganze auch durch die Geschwindigkeitsvorankündigungstafel angekündigt. Und hier auch wieder mit Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Dort wird dann die Geschwindigkeit kontrolliert. Und wenn man dann eben ein Tickchen so schnell ist, wie ich vorhin, ist aus die Mausi. Ah, die Haltepunkte auch sehr schön umgesetzt hier auf der Strecke. Oh, und hier wird Kies abgeladen. Und der nächste ÖBB-Rail-Chat. Servus. So, Beeinflussung durch 1000 Hz Magnet. Wir bekommen Langsamfahrt angekündigt. 60 Stundenkilometer. Und auch schön hier zu sehen, der Bremsvorgang in Kilonewton wird in Gelb angezeigt und die Anfahrtskraft in Kilonewton in Blau. So, wir befinden uns hier in Jenbach. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob die 60 km/h hier stimmen. Ja, die müssen stimmen wegen den ganzen Weichen, hier. Ja, 60 km/h. Da kannst du nicht mit 100 oder 120 drüber donnern. Und da sieht man da mal den Unterschied zur Schnellfahrstrecke. Ah, es geht auch rüber aufs Gegengleis. Ja, und die Bauern hier haben schon ihr Heu gepresst und zu Heuballen geformt. Ja,
Ja, und die Kühe hier, ja, die haben es noch richtig schön. Und weiter geht's mit 60 km/h. Das nächste Vorsignal zeigt uns auch schon wieder Langsamfahrt an. Schauen wir aber mit irgendeinem Geschwindigkeitsanzeiger. Ah, 120. Dann können wir die Leistung mal aufschalten. Signal steht auf Fahrt. Schauen wir mal, ich vermute mal, dass da 60 sind. So, da kommt durch die Schnellfahrstrecke wieder hoch. Oh oh, jetzt wird es uns eine wischen. Nee. Unter 20, okay. Ja, lieber mal etwas langsamer fahren hier. Und es geht in die Linienzugbeeinflussung. Ah, okay. Also das heißt, hier im zweiten Abschnitt sind wir dann auf der Schnellfahrstrecke unterwegs. Also kurz nach Jenbach werden wir dann praktisch auf die Schnellfahrstrecke. Eingefädelt. So, dann stellen wir die AFB hoch. Und volle Leistung. So, die PCB ist erloschen. Wir sind nun in der Linienzugbeeinflussung unterwegs. Die rote Nadel ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit in der LZB. Die rosane Nadel bzw. dieses Dreieck hier, diese Raute, ist unsere AFB-Geschwindigkeit. 200 km/h reichen fahrplanmäßig heute völlig aus. Hier unser LZB Balkern, also die Kilometerentfernung bzw. die Kilometeranzeige, wie weit die LZB geschalten ist. Die letzten 8000 Meter dann digital und die letzten 4000 digital und schriftlich werden dann hier abgefahren bzw. laufen dann hier ab. So, 200. Ist aber auch für eine schöne Kombination hier. Also hier kann man noch mit 200 km/h fahren und dann, wenn man Arlberg zum Beispiel fahren oder einen Brenner mit 70, 60 Stundenkilometer. Ja, ist aber, ist, finde ich, eine schöne Kombination, bisschen Abwechslung. Und die LZB kündigt uns schon eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 160 km/h an.
Ich habe auch mal das Fernlicht hinzugeschalten, dass wir hier im Tunnel etwas besseres Licht haben. Ja, der Tunnel hier ist auch ganz schön lang, also wenn hier irgendwas ist, Zugunglück oder der Tunnel ist gesperrt und ja, du musst hier mit dem Zug anhalten, also hier möchte ich auch nicht stehen. Da wäre mir ein bisschen unwohl. So, Leuchtmelder G. Wir sind also in der Überprüfung. Wir nehmen sofort die Leistung raus, denn gleich müsst ihr uns die Linienzugbeeinflussung automatisch abbremsen. Genau, das ist jetzt der Fall. Wir brauchen also hier nicht groß eingreifen. Sobald der Bremsvorgang abgeschlossen ist, können wir die Leistung wieder hinzuschalten. Man sieht auch schön, wie die AFB zurückgenommen wird. LCB-Ende ist bestätigt. Und wir blicken wieder Tageslicht und können auch unser Fernlicht rausnehmen, beziehungsweise ausschalten. So, Höchstgeschwindigkeit 160. Wir können die Leistung wieder aufschalten. Und jetzt geht es über die Schnellfahrweiche hier wieder rüber. Richtungsgleis Innsbruck. Wir dürfen ja 160 fahren, der Kollege. In der Baureihe 4024, die im Regional- und S-Bahn-Verkehr eingeteilt ist. Schauen wir mal, wie sind wir in der Zeit? Oh ja, oh, 4 Minuten Verspätung. Ab 5 oder 4 Minuten, ne, zählt ja in Österreich schon zur Statistik. So, Hall in Tirol.
Und Ankündigung. Das Ankündigungssignal, dass der Hauptschalter ausgeschalten werden muss. Und hier kommt wieder das Einschaltsignal. Der Stromabnehmer ist schon über die Schutzstrecke hin drüber. Na? Jetzt. Und dann können wir somit die Leistung auch wieder aufschalten. Wir erreichen dann schon gleich Innsbruck Hauptbahnhof. Und kurz davor müssen wir die Geschwindigkeit auf 80 km/h reduzieren. Auch hier ist die Geschwindigkeitsreduzierung auf 80 km/h mit einem Geschwindigkeitsprüfabschnitt abgesichert. Und jetzt geht es hier an den schönen Vorgärten vorbei. Dieses Bergpanorama hier, Wahnsinn. So, Innsbruck. Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h. Und das nächste Signal steht auf Rot. Sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir unseren nächsten planmäßigen Halt Innsbruck Hauptbahnhof. In Innsbruck Hauptbahnhof ist der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Innsbruck haben Sie folgende Anschlüsse. Anschluss besteht zur S2 in Sötztal. Über Innsbruck Westbahnhof, Kärnten in Tirol, Zirl und Oberhofen im Inntal. Planmäßige Abfahrt 11:59 von Gleis 1 zur S2 nach Hirnbach, über Rumba Innsbruck, Hollentirol, Tauer, Hollentirol, Volders, Baumkirchen und Friedzens-Wattens. Planmäßige Abfahrt 12:05 von Gleis 4 zur S5 nach Scharnitz, über Innsbruck Westbahnhof, Innsbruck-Hötting, Hochzell, Reit bei Seefeld und Seefeld in Tirol. Planmäßige Abfahrt 12:08.
Weiter besteht Anschluss zur S3 nach Steinach in Tirol über Unterberg, Stephansbrücke und Matrei am Brenner. Planmäßige Abfahrt 12.19 Uhr. Und Anschluss besteht zu einem Rex 5313 nach Saalfelden über Rumpa, Innsbruck, Hall in Tirol, Schwatz, Jenbach, Wörgl, Hopfgarten im Brixental, Berglift und Kitzbühel. Planmäßige Abfahrt 12.25 Uhr. Für weitere Anschlüsse achten Sie bitte auf die örtlichen Lautsprecherdurchsagen sowie an die schriftlichen Aushänge an den jeweiligen Bahnsteigen. Wir verabschieden uns nun von allen Fahrgästen, die in Innsbruck aus- oder umsteigen, bedanken uns bei Ihnen für die Reise mit der ÖBB und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag sowie eine angenehme Weiterfahrt. Nächster Halt Innsbruck, Hauptbahnhof, der Ausstieg ist in Fahrtrichtung rechts. Und somit sind wir in Innsbruck angekommen. Ich hoffe, euch hat die Fahrt gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Matthias AW. Servus.